Herzlich willkommen zurück zu Thronebreaker, wo wir beim letzten Mal die blutige Herrin ausgeschaltet haben und jetzt hoffentlich den Sumpf verlassen. Wäre schon manchmal was interessant anderes. Von Drogovid großköniglicher Jäger an Rakbar, Theobatymien, Mahakam und den Ponta. Boah, ich ersuche euch unterdings um eure gnädige Vergebung. Ich habe versagt. Wir mussten die Fellarbeiten einstellen. Wir haben einfach nicht genug Arbeitskraft. Die Männer sterben wie Fliegen an Krankheiten und Wundbrand. Wir haben das Lager aufgegeben. Die wertvollsten Gegenstände schicke ich in verschlossenen Truhen nach Vysima. Selbst wenn ich in die Hauptstadt zurückkehre, da ich nicht reisefähig bin. Mein Bein ist bereits brandig. Soll meine Ehre unter eurem Befehl zu dienen? Okay. Haben wir einen Schlüssel gefunden. Frage ist nur, für Der welche Kisten? Quartiermeister kam mit unangenehmem Bericht zu Mebe. Herrin, uns gehen die Lebensmittel aus und die Dörfler haben nicht genügend übrig. Die Königin entsandte Späher zum Erkunden, ob Jagdlager, Imker, Bergleute oder sonst jemand zugegen war, mit dem man handeln konnte. Abends waren drei der Späher nicht zurückgekehrt. Zuerst fürchtete Mebe Monster oder Nilfgaarder. Dann erfuhr sie, dass die Späher ihre Habseligkeiten mitgenommen hatten. Ermutigt von der weichen Hand der Königin bei Deserteuren, hatten sie sich ausgerechnet, dass es einen Versuch wert war. Mewe fand nachts keinen Schlaf, vor Kälte, Hunger und Zorn. Huch. Ein Licht mitten im Sumpf, das ist, Die Erlen wachsen hoch und dick in Isgid. Ihre Kronen verdunkeln den Himmel. Wenn ein Sonnenstrahl hindurchdringt, wird er vom dichten Nebel darunter verschluckt. Der Sumpf liegt in stetem Zwielicht, in dem einen schnell das Gefühl für Zeit und Richtung verlässt. Als die Lyrier weiterzogen, fing es in den Bäumen plötzlich an zu leuchten. Sie starrten mit offenen Mündern. Eine glühende Kugel hing pulsierend und summend über dem Wasser. Sie umkreiste die Soldaten, entfernte sich, schien zu warten. Das ist ein Irrlicht, flüsterte einer der Soldaten. Es scheint uns etwas zeigen zu wollen. Befolgen wir dem? Mebe wusste, dass Irrlichter trügerisch waren und einen in Fallen locken konnten. Warum sie dennoch beschloss, dem Licht zu folgen, wusste sie selbst nicht genau. War es Neugier? Neugier. Auch ihre Soldaten schienen begierig. Hinterher, aber vorsichtig! Waffen bereit! Es ist Neugier. Vielleicht willst du uns ja was zu essen zeigen. Das wäre mal. Das wär zumindest mal nett. Das ist, ich vermute mal kein Essen. Das Irrlicht führte die Lyrier einen gewundenen Pfad entlang. Mewe beäugte die Umgebung misstrauisch. Ihr stand der Schweiß auf der Stirn. Doch ihre Ängste erwiesen sich als unbegründet. Am Ende des Pfades fanden sie die Überreste einer Karawane. Die Wagen waren verrottet, halb versunken und offenbar schon viele Jahrzehnte dort. Vergoldungen und Fetzen gediegener Gewänder verrieten, dass es sich um einen sehr prächtigen Zug gehandelt haben musste. In den Wagen fanden die Soldaten zahlreiche verrostete Metallkisten, die ganz erstaunliche Schätze enthielten. Säcke voll Gold, perlenbesetzte Pokale, exotische Stoffe, ballenweise Seide. Donnerwetter, solche Mengen! Und dann ausgerechnet hier! Murmelte ein Infanterist vor sich hin. Mewe begriff rasch. Auch sie war mit einem solchen Prachtzug unterwegs gewesen, als sie ihr Elternhaus verlassen hatte, um zu heiraten. Der Rest der Geschichte war nicht schwer zu erraten. Eine Braut und ihr Gefolge hatten sich verirrt. Und Isgid war ihr Grab geworden, ohne dass jemand davon wusste. Das Irrlicht umkreiste Mewes Gefolge, blinkte ein paar Mal und erlosch dann. Der Zug setzte seinen Weg fort. Alles schien in Ordnung, bis man entdeckte, dass mehrere Infanteristen verschwunden waren. Ihre Gier war ihnen zum Verhängnis geworden. Ihre Beute war zu schwer gewesen. Der Sumpf hatte sie verschlungen. Ja, das ist
traurig. Leichtes Pergament. Unsere herzlichsten Glückwünsche. Wir erwarten schon sehnlich den Tag, da unsere Familien durch ein neues Mitglied verbunden sein werden. Möge diesem bescheidenen Schenkel hilfreich sein. Möge die Braut glücklich sein. Grüße und die besten Wünsche. Ja. Haben wir noch irgendwas zu bauen? Wir haben noch ein Alchemistenlabor zu bauen. Dann machen wir das doch mal. Ansonsten hätte ich jetzt auch ein bisschen Geld, um noch ein paar neue Karten herzustellen. Aber ich glaube, das würde ich offscreen dann irgendwann machen. Na gut. Ich hab dich schon gesehen. Ein großer Felsen ragte aus dem grünen, überriechenden Wasser. Luria atmeten auf, vielleicht war bald Land in Sicht. Als sie noch näher kamen, erkannten sie, dass es kein Felsen war, sondern der Panzer eines gigantischen Monsters. So, brauche ich unbedingt zweimal Wetter aufheben? Generieren Krabbspinnen, Junges. Krabbspinnen. Fallgrube ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt zwei Pfadfinder brauche. Brauche auf jeden Fall keinen Streuner ohne Feuer zu haben. Jetzt habe ich Feuer. Naja. Na, man hat halt selten alles, was man braucht, gleichzeitig. So, Hatsusa. Ja, ich habe noch weder Bogenschützen auf der Hand, noch sonst aus den Landsknechten irgendwas, was ich vervielfältigen wollen würde. Aber ich denke, wir bleiben trotzdem erstmal dabei. Ich habe auch keine keine Pikeniere gezogen, meine ich. Ich glaube, ich gebe Ismail nochmal zurück. Vielleicht finden wir noch was Brauchbareres. Da! Wow! Letzte Karte! Die Herren wollten auf sich warten lassen. Ich sehe das schon. Interessante Wahl. Ich hätte eigentlich erwartet, dass es in die erste Reihe spielt und ich dann halt in die letzte Reihe dresche. Aber gut, wenn du das unbedingt dahin spielen willst, dann spiel das dahin. Greif die Viecher jetzt trotzdem an. Okay, das ist ein interessanter Effekt. Feuer würde ich sagen. Das könnte jetzt wehtun. So, die in die letzte Reihe zu schieben, ist jetzt nicht unbedingt die allerbeste Wahl, die wir treffen könnten. Weil, ne? Wenn bald für die Schaden machen kommt. Oh ne, wollen wir eine Krabbspinne? Achso, das ist was anderes als das, was wir eben gerade hatten. Okay, gut. Dann können wir die doch in die letzte Reihe bolzen. Ich würde da mal sagen, wir stellen mal zumindest einen Landsknecht hier irgendwo auf. Lang lebe Mewe! Passt doch einfach. Gut. Der Sold steht aus. Mal wieder. Aha.
So, ich habe auch noch die Option zu passen, um meinen Kartennachteil wieder auszugleichen. Wahrscheinlich muss der Gegner auch trotzdem einfach muss noch mehr Karten investieren, von daher ist das halt mit Ausgleichen ist, ne? Lass uns mal lieber den Pfadfinder spielen. Mist, verdammter Mist! So, wie gesagt, jetzt wäre halt ein guter Zeitpunkt, weil ich habe jetzt 7 Karten auf der Hand. Ich würde mit 3 Karten nachziehen, komme ich halt wieder auf 10. Er müsste noch eine Karte spielen, wäre dann auch wieder bei 7 und würde dann auch bis auf 10 zählen. Von daher, ne, ist hinten wie vorne ungefähr das gleiche, ehrlich zu sein. Weil ich das auch auf die Hand spielen kann. Wie wir gelernt haben, kann ich ja jetzt schon mal noch ein paar mehr Aberlisten generieren. Das behält mir zumindest die Option offen. Ja, ist alles ein bisschen ärgerlich jetzt gerade. Ich glaube, ich muss das jetzt so eine lange Runde machen, sonst wird das nichts mehr. Jetzt hat der Gegner mich sogar von Punkten her aufgeholt. Das heißt, jetzt zu passen bringt nichts, weil ich dann eine Karte weniger habe als er. Und ich ziehe mit Hilfe vom Pfadfinder eh noch demnächst eine Karte. Von daher sind wir dann wieder bei für diese Runde ausgeglichener Anzahl von Karten. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir stattdessen weiter im Programm. Indem wir die Aberliste ziehen. Zücken. Ich brauche mal die Kappspinne aus, dann ist die Kappspinne weg. So, jetzt habe ich nur ein Geschoss. Das heißt, die Chance ist da, aber gering, dass ich die übergroße Kappspinne treffe. Fuck you! Was? Gott verdammt, du hast 4 Ziele und greifst ausgerechnet das Mistvieh an, ey. Deine verfickte Mutter treibt's mit gottverdammten Ziegen, Junge, ey. So. Wenn der Ring nicht abgeht, muss eben der Finger ab. Seine Zeit hier die. Warte mal. Jetzt hier 3, 6, 8. Also ich kann noch einen in diese Reihe spielen. Was ich hier in die Reihe spiele, schaltet das aus. Alternativ kann ich jetzt aber auch hier auflösen. Dann wären wir bei 3, 4, 5, 6, 7. Dann müsste ich den ersten 7 irgendwo anders hingeben. Dann könnte ich mit 8 die Krabspinne ausschalten, mit anderen 9. Das klingt für mich nach einem besseren Plan. Schütze zu Diensten. So, dann geht das auf das zum Beispiel. Rüstung wird ihm nicht helfen. Lyrian! So, dann haben wir hier 4. Nutze das mal für das. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. 6. Sind die Dinger weg. So, jetzt haben wir nochmal 7. Schütze zu Diensten! So. Natürlich hast du Ikim. Ich frage jetzt, will ich die Runde jetzt noch bis ganz zu Ende spielen oder sage ich jetzt einfach, ich habe meine Aberlisten-Kombo gezückt, das aufzuholen wird für ihn schon schwer genug. Eigentlich finde ich, könnte ich das fast schon sagen, aber ich würde noch gerne die Sapeure spielen, weil die noch einige Ziele da haben, die
und Probleme ausschalten können. Danach würde ich vielleicht noch eine Runde spielen, um nochmal Neve zu benutzen und nochmal ordentlich was an Schaden rauszudreschen. Von daher müssten wir dann Regimentstrommler jetzt spielen. Die Armee ist nächste Runde Platz dann Riebel dafür. Bei den anderen behalten wir uns für eine eventuelle dritte Runde, auch falls die Gegner es schaffen, aufzuholen. So. Ich hoffe mal, dass es keine Blitzkarte ist, sonst haben wir ein Problem, den Sapphire zu spielen. Ich sage, ich spiele den Sapphire zuerst. Ich würde fast sagen, ich spiele den Sapphire zuerst, aber erstmal können wir vielleicht noch ein bisschen was runterdreschen. Ich spiele erst den Sapphire, dann dreschen wir runter, dann aktivieren wir den Regimentstrommler. Du bist tot! So. Um unseren Schaden nicht auf zu viele Ziele aufzuteilen, die der Sapphire eh ausschalten könnte. So. Jetzt ist hier die Reihenfolge relativ egal. Okay. Verliert nicht den Kopf! So. Vielleicht besser gewesen, die beiden anderen Jungs noch in die Feuerreihe zu drehen. Naja, so. Ich passe jetzt aber. Vielleicht holt der Gegner noch auf mit seinen letzten Karten. Ich bezweifle es, aber falls er aufholt, habe ich deutlich mehr Karten in der dritten Runde als er. Wow. So, hier ging es nicht weiter, ne? Hier war nur das obere Ende. Ne, doch, hier geht's wieder zurück. Okay. So, hier hatten wir ja dem Irrlicht gefolgt, dann gehen wir jetzt mal weiter über die Brücke. Neues. Eiche Mist plus. Achso, stimmt, ich habe die Dings verbessert. Und seid ihr noch nicht geschaut, ja. Mhm. Gerne, die wäre gegen gerne Chora vielleicht interessant gewesen. Einheit markieren und dann Stärke tauschen. Obwohl wahrscheinlich Bosse könnte ich an. Natürlich, natürlich. Sonst wäre ja zu einfach. Okay. Hat noch jemand im Messezelt irgendwas zu sagen? Ich dann aus. Da ist eine Kiste, ist vielleicht die, für die wir einen Schlüssel gefunden haben. In der Tat. Wupp. Noch ein bisschen Gold. Und hier haben wir noch eine Höhle mit einem Rätsel. Buchholz Abenteuer. Buchholz ist im Großen und Ganzen ein sehr höflicher Hund, der bei Fuß läuft, Pfötchen gibt und an guten Tagen seinen Sitz macht. Besonders wenn man ihn vorher ordentlich hinter den Ohren gekaut hat. Eines Tages entfernte sich Buchholz vom bürgerlichen Gefolge, angelockt vom Duft einer besonders appetitlichen Fährte. Köstlicher Aroma führte ihn zu einer Höhle, aus der kein Lichtstrahl drang. Sollte er hinein oder lieber nicht? Er brütete einen Moment darüber nach, leckte sich die Schnauze und legte den Kopf zur Seite. Wenn entschied er, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, bellte zweimal und sprang in die Dunkelheit. Okay, hilft Bruch, das Ende der Höhle zu erreichen und sammelt aber alle Suppen und Weine ein. Die Fähigkeiten des Anführers ein. Okay. Wow. Also ich kann Buchholz jetzt irgendwo hin. Wo ist denn das Ende der Höhle? Kann mir jemand sagen, wo das Ende der Höhle ist? Weil ich kann ja jetzt hier irgendwie überall spielen. Also ich kann ihn nur da spielen. Dann ist da oben wahrscheinlich das Ende. Na gut. Warte mal, ich habe 50 Schritte, ja?
3, 4, 5, 6, 8. Also ich darf mich umdrehen. Ah, das macht die Sache schon interessanter. Das der schwierige Part ist wahrscheinlich nicht die 50 Schritte, sondern ich muss einen Weg finden, mit dem ich das ohne Umdrehen hinkriege. Das ist, was zum Beispiel hier schwierig wird, weil hier müsste ich im Idealfall... Hier müsste ich wahrscheinlich so, dann hier einmal rum, dann sammeln wir den Kram hier unten ein, dann gehen wir hier durch. Okay. Versuchen wir das mal. Schneller! Buchholz! Schneller! Sondern nicht noch zufällig alle Felder ablaufen, weil das halte ich für noch schwieriger. Ich weiß nicht, ob es dafür auch eine Lösung gibt. Aber genug Bewegung haben wir auf jeden Fall. Yay. Na gut. Ein netter Brain Teaser für nix. Gar nix? Hochrollt. Hab wieder alles selber aufgefressen. Dieser Hund. Hätte seinem Frauchen mal ruhig was mitbringen können. So. Um die Nilfgaarder zu umgehen, hatte Mewë ihre Leute in Angrens wildeste Tiefen geführt. Hier konnte der Feind zwar nicht zuschlagen, aber dafür warteten andere Gefahren. Bald standen sie an einem unüberwindlichen Sumpf. Mewë rief ihren Techniker Xavier und hieß ihn, eine behelfsmäßige Brücke zu bauen. Abends hatte er die Pläne fertig. Zuerst brauchen wir Stützpfeiler. Wir müssen Pfähle in den Sumpf treiben. Hm, und wie tief? 4 Ellen nach Lotschnur. Mewë war in die Pläne vertieft und sah nicht, wie Xavier die Schnur von der Schulter nahm. Als sie sie um die Kehle spürte, dachte sie, es wäre zu spät. Lange habe ich darauf gewartet, dass wir allein sind. Ihr sterbt jetzt, Majestät. Ihr und der Widerstand Lyriens, Riviens und des ganzen Nordens. Hell, Kerser! Hell! Was starb, war der nilfgaardische Schlachtruf Xaviers. Im letzten Moment retteten Gascon und Renard die Kriegerkönigin und bewiesen damit ihre Loyalität ein für allemal. Herrin? Majestät! Keine Antwort. Aber Renard hörte sie atmen. Mewë würde überleben. Nach etlichen Stunden kam Mewë endlich zu sich. Sie öffnete die Augen. Gascon und Renard halfen ihr auf. Tja, einen dreckigen Verräter weniger. Vorsicht, Majestät. Vorsichtig hätte ich vorhin sein müssen. Verdammt, wenn ihr nicht... Schon gut. Nicht erwähnenswert. Im Gegenteil. Wir müssen ausführlich reden. Zunächst nehmt meinen aufrichtigen Dank. Zweitens, mein Vertrauen zu euch ist sehr strapaziert worden.
Das muss ich wohl nicht betonen. Doch heute habt ihr bewiesen, dass ich mich auf euch verlassen kann. Ich danke euch. Es ist eine Ehre, unter eurem Banner zu dienen. Ich hätte das jetzt anders ausgedrückt. Aber die Richtung stimmt schon. Na schön. Ich denke, wir haben einander jetzt genug Bewunderung ausgesprochen. Und jetzt zu den dringenden Angelegenheiten. Ihr habt wohl hoffentlich nicht mit dem Daumen im Hintern da gesessen, als ich für tot galt. Habt ihr wenigstens erfahren, warum Xavier uns verraten und mit dem Kaiserreich paktiert hat? Sozusagen, ja. Majestät, dieser Schurke hieß in Wahrheit Gewalter Eple Winnock und war nilfgaardischer Spion. Wie habt ihr das entdeckt? Wir haben ein Geheimfach mit Briefen in seiner Werkzeugkiste gefunden. Sie waren verschlüsselt, aber wir haben sie geknackt. Ihr findet sie beim Grauen Reiter. Das Schwein. Ein imperialer Spion in meinen Reihen. Aber warum hat er so lange gewartet? Er hatte die Befehle gerade erst erhalten. General Ebdahi schrieb ihm, er solle M bei der ersten Gelegenheit eliminieren. Ehrlose Bastarde. Von nichts machen sie Halt. Na, Mewe, es bringt dir nichts, dich aufzuregen. Das sind sogar gute Nachrichten. Wieso das? Denk doch mal. Ebdahi hatte einen Spion hier, kannte unsere Bewegungen, hatte den Finger am Puls unserer Pläne und Verhandlungspartner. Und er ließ dich leben, weil du keine Bedrohung warst. Irgendwas hat sich also geändert. Gratulation. Nilfgaard fürchtet dich jetzt. Und zu Recht. Moment mal. Das ist Unsinn. Er hat mir doch das Leben gerettet. In Mahakam, auf der Brücke. Hat er. Weil er musste. In einem der Briefe befahl Ebdahi Gewalter, über den ältesten Hook zu wachen. Die Skoyatel in den Bergen waren von Nilfgaard geschickt worden, um Zwerge zu rekrutieren. Aber man fürchtete, die Kommandantin könne Bruva selbst angreifen. Das wollte Ebdahi vermeiden. Natürlich. Das nächste Oberhaupt wäre vielleicht nicht so praktisch neutral. Es würde mir am Ende noch helfen. Oh, Schrecken. Aber wir haben ihn doch in den Ruinen von Rossberg gefunden. So war er über jeden Verdacht erhaben. Wir vermuten, dass Gwalter seit einigen Jahren die edirnische Armee infiltrierte. Er hatte mit Rossbergs Verteidigung zu tun. Zum rechten Zeitpunkt sorgte er freilich für Rossbergs Untergang, als er ein Loch in die Mauer sprengte. Es klappte, aber er bezahlte mit schweren Verbrennungen. Wären unsere Heiler nicht gewesen... Halt! Es waren also nicht die Elfen, die zum Fall der Festung beigetragen haben? Nein. Das war seine schmutzige Lüge, um Unruhen zwischen den Völkern anzufachen und Edirn möglichst zu schwächen. Wenn ich so an Raila denke, war er ziemlich erfolgreich. Bastard. So schwer verletzt, solche Schmerzen. Und trotzdem hat er seine Rolle perfekt gespielt. Ich habe viel über die nilfgaardischen Spione gehört, Majestät. Sie werden von Kindesbeinen an hart ausgebildet und indoktriniert. Sie würden alles für den Kaiser tun, restlos alles. Als sich Gwalter die Gelegenheit bot, euren Rängen beizutreten, packte er sie beim Schopf. Kurz, ich bin von Verrätern umgeben. Majestät, ihr verdammt unsere Taten zu Recht, aber... Du, Willem, Caldwell, Gascon, Gabor und jetzt Xavier. Wie soll ich noch irgendwem vertrauen? Gar nicht. Unter allen Reichen des Nordens bist du der einzige verbleibende Rivale für Nilfgaard. Alle anderen Herrscher sind besiegt oder haben den Schwanz eingeklemmt und laufen an Nilfgaards Leine. Die Schwarzkittel werden alles tun, um dich zu zerstören. Wenn nicht auf dem Feld, dann durch einen Meuchelmörder. Was soll ich machen? Beten? Militele nimmt bestimmt auch irgendwann Gold von Nilfgaard. Genug geredet. Formieren wir uns und ziehen weiter. Majestät, ihr solltet rasten. Ihr schwankt schon. Ihr könnt ja nicht mehr laufen. Es muss nur mein Pferd laufen. Mewe, du wärst eben fast gestorben. Das ist nicht der Zeitpunkt, die Heldin zu geben. Tue ich nicht, Gascon. Im Gegenteil.
Diese ekelhaften Sümpfe beklemmen mich. Ich will hier so schnell wie möglich raus. Und niemals wiederkommen. Die Aruga ist nahe. Ich habe Späher geschickt. Wir haben ein Boot nach Rotbindegarn. Gut. Blas die Hörner. Wir brechen auf. Tja, eine interessante Auflösung von unserem lang gehegten Problem. So, wer war eigentlich der Verräter? Tja, so, die Schriftstücke sollten wir uns nochmal anschauen. Befehle für Xavier. Ein Walter Eblin. Wilvrock. Löwinok. Nilfgaardsche Namen sind immer von Abdai, ja. Emma ist bei der ersten Gelegenheit zu eliminieren. Sie ist nicht mehr nützlich und es ist Zeit, die lyrische Guria schlafen zu legen, bevor sie zur echten Gefahr für das Kaiserreich wird. Hast dann Befehle ausgeführt, komm als Bettler verkleidet zum Palast von Riva, dann wirst du weitere Anweisungen erhalten. Okay. Naja. Gut, haben Savo verloren. Das ist jetzt nicht der allergrößte Verlust. Dafür haben wir Renard bekommen, der jetzt nicht nur erschöpften Einheiten Befehl wiedergibt und Ladung verteilt, sondern jetzt mit Loyal, wenn er auf dem Feld liegt, dann die Einheitsfähigkeit nochmal wiederholt. Was eine interessante Verbesserung ist. So, dann gehen wir mal weiter. Ein Schrein. Wer baut in diesem gottverlassenen Sumpf hier einen Schrein auf? Möchte ich das wissen? Glaube nicht. Das dachte ich mir schon. Der erste wichtige Punkt deiner Reise. Wenn du weiter gehst, kannst du laufende Aktivitäten in der Region nicht mehr abschließen. Dann würde ich sagen, machen wir diesen Schritt erst in der nächsten Folge. Aber die ist ein bisschen kürzer als die übrigen. Tut mir leid, aber ich glaube, wir haben jetzt ein längeres Segment, das ich ungern unterbrechen wollen würde. Deswegen warten wir damit noch. Vielleicht will ich noch ein bisschen was von meinen Ressourcen ausgeben, um unsere Armee ein bisschen umzusparen und sowas. Ergebnisse davon sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.